Schaut am ersten Blick nicht so aus. Aber ich habe erwähnt, dass dieser Raum scheiße groß ist. Okay. Da ist ein Ende. Dann schauen wir uns ganz grob da einmal um. Das ist zum Beispiel einer von mir. Okay. Ah, da braucht man Energiekern. Der wäre hier. Das nehmen wir. Oh, bleibst du da? Machen wir das gleich mal. So. Schalter. Frachtschienen Ladeklappe. Okay, irgendwas haben wir jetzt aktiviert. Es geht darüber. Oha. Plasma. Plasma. Credit. Credits und... Komm her, Credits. Da ist nur eine Box. Noch mehr Credits. Wir müssen dann wieder mal shoppen gehen. Ich meine, es gibt glaube ich nichts Interessantes zu kaufen, außer vielleicht irgendwann wieder mal einen neuen Anzug. Impuls. Plasma. Und ist die verschlossen? Level 3, ja bist du deppert. Okay. Hinten ist auch noch was. Gut, das wäre das hier. So, wir aktivieren das andere auch gleich. Ich schaue mich nur ganz kurz da jetzt noch um. Und das hier mit. Okay. Außerdem da oben, das habe ich auch schon gesehen, gibt es auch noch was. Dann schauen wir kurz mal da rauf. Aha, war da nichts drin, okay. Mhm, okay. Gleissteuerung offline, Gleissteuerung offline. Okay, dann aktivieren wir die Gleissteuerung mal. So, wo war das jetzt? Da hinten. Schauen wir mal, was passiert. Benutzen Frachtschienen. Ah, da ist da hinten einfach zu. Ah, da Schienensteuerung. Gleise wechseln. Okay. Brauchen wir das eventuell später noch? Da können wir theoretisch nichts machen. Okay, vielleicht braucht man das wirklich später noch. Dann lassen wir es mal. So, und dann schauen wir mal darüber. Das wäre nur mal der Bereich. So. Genau, schauen wir mal darunter. Oh Gott, da ist ja nur mehr so viel. Können wir eigentlich in unsere Kelle und auch wieder reinfliegen?
schaut nicht so aus. Schade. Ah, das wäre cool gewesen. Da ist sie. Wo war denn da der Eingang? Das ist die Johnson, oder? Ja, glaub schon, dass das ist. Ah, shit. Okay. Ja, gut, gut, gut. Dann schauen wir uns da am Boden uns herum. Credits. Noch ein paar Credits. Ja. Da ist uns eh nichts mehr, aber da hinten wäre was. Mhm. Wir fliegen mal weg, glaube das geht ein wenig schneller. Als gehen. Ja. Scheint es nicht zu geben, außer das hier am Bronzehalm bleibt, okay. Da kommt man nicht durch, kann man ducken, kann man glaube ich auch nicht. Okay, das sieht er nicht. Windows Update, danke, aber nein, nicht jetzt. Ich hoffe, das verschwindet. So. Geht's? Ja, na. Was? Da geht's nicht durch? Warte mal. Okay, da kann man nicht durch. Irgendeine unsichtbare Mauer. Schade. Alter, dieses Dingens, die ist aber schon nerven. Warte mal ganz kurz. Schließen. So. Jetzt geht aber weiter. Aufnahme läuft noch, ja. So. Gut, hier hinten sehe ich das noch. Das noch, was haben wir da jetzt gerade aufgenommen, war es Impulsmunition. Da war es zu voreilig. Gut. Jetzt möchte ich noch da nach hinten schauen, genau. Weil ich da eben noch was gesehen habe. Credits und Credits, okay. Sonst gibt es da aber nichts mehr. Das ist das, oder? Nix, okay. Oh, da ist noch einiges. Eine Kiste zum Beispiel. Mit Impulsmunition. So, Credits. Credits und Impulsprojektile. So, aber ich glaube, jetzt haben wir es. Außer da oben gibt es noch was. So, sieht aber nicht danach aus. Okay. Alles klar, gut, so, jetzt aber, jetzt geht es wirklich weiter.
Aber ich musste mich einfach umsehen. So. Oh Gott, das Problem ist, dass da hinten der fette Raum gleich weitergeht. Okay. So. Aber werde mich jetzt aber nicht so im Detail umsehen. Oh, oh, da liegt irgendwas. Lilanes. Ist. Oh, was? Volkers Rick? Okay. Danke für den Rick. Ja, lasst sie mir da bitte in Ruhe. Was? Autofeuer tötet 30 Gegner mit dem Impuls Impulsdingenswaffe da. Hab ich gerade Achievement gekriegt. So. Ich wollte jetzt eigentlich nur kurz mal schauen, was für ein Ricky du gerade gefunden hast. Ist der im Inventar? Plasma Upgrade, wir brauchen immer nur Werkbank. Karte, Mission und Datenbank. Mhm. Knoten 4, Anzahl der 2, Rüstung. Okay. Okay, das muss man irgendwie merken. Muss man schauen, wofür man den vielleicht brauchen könnte. Aber cool, dass wir das gefunden haben. So. Gut, da fliegen wir einmal nur einmal kurz drüber. Mit den Schubdüsen einmal so, einmal so. Und da schauen wir uns auch noch ganz kurz um. So, dann laden wir mal lieber mal einen Sauerstoff wieder auf. Die besiegen wir. Erwarten, so. Gut. Was passiert da jetzt? Warum geht es zu? Okay. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt dazugegangen. Keine Ahnung warum, aber wir kommen jetzt nicht mehr zurück auf jeden Fall. So, wir müssen. Da müssen wir eh hin. Das heißt, natürlich, frage ich mich jetzt einmal, ob man da auch hinfliegen kann. Warnung! Grenze bald erreicht, umdrehen. Okay, da kommt man nicht durch, okay. Gut, dann sollten wir jetzt schnell da irgendwo landen, bevor unser Sauerstoff ausgeht. So. Isaac übertreibt ein wenig, so knapp war das jetzt aber auch nicht. Gut, und da müssen wir es wahrscheinlich runter, würde ich mal vermuten. Ich wollte das. Hallo? Die Kiste wollte ich mitnehmen.
So, dann landen wir hier einfach mal. So. Beziehungsweise wir landen hier. Da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Es wird aber bald schon ein knapp. Wir müssen schnell mal da durchgehen. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja. Aber ich möchte halt einmal trotzdem noch mal kurz da lang. Also können wir uns mal heilen. Also haben wir nicht so viel Leben verloren, aber trotzdem. Ganz kurz da umschauen. Okay, da hat es ja nichts mehr gegeben. Gut, alles klar. Dann können wir jetzt wirklich weiter. Holy shit, das war jetzt der Raum. Schwerelosigkeit deaktiviert. Etwa ja. Freigabe bestätigt. Da kommen wir rein. We are not punished for our sins. Was? But by them. Okay. Reddit. Okay, sonst. Doch, weiß was. Plasma-Energie, okay. Sonst aber ist da, glaube ich, eh nichts. Okay. Gut. Wie schaut es denn da eigentlich aus? Textlog. Juhu. Logbuch des Maschinenraums. Sieh denn was? Organisches Wachstum im Maschinenraum. Passt schon. Ich füge dies meiner Anfrage zur vorrangigen Wartung hinzu. Vielleicht hilft etwas Schriftliches, damit Sie aufmerksam werden. Diese unidentifizierte Wucherung, die bereits an anderen Stellen des Schiffes gemeldet wurden, hat den Maschinenraum erreicht. Nicht einmal die Krankenstation weiß, was das für ein Zeugs ist. Es sieht aus, als hätte jemand seine Eingeweide an die Wände gekotzt. Und es riecht auch so, übrigens. Es breitet sich schneller aus, als wir es zerschneiden können, was an sich schon ziemlich eklig ist. Es hat bereits den Lastenaufzug beschädigt und dringt in die Maschinenspeicher ein. Wenn wir nicht bald einen Weg finden, es zu stoppen, wird es übermorgen die ganze Hauptmaschinenkammer bedecken. In der Zwischenzeit gehe ich auf das Abbaudeck. Abbaudeck. Sie haben PFM 100S für den Eisabbau eingelagert und können den Treibstoff entbehren. Vielleicht können wir dieses Zeug kauterisieren. Ich hoffe nur, es riecht nicht nur schlimmer, wenn es brennt. Mhm. So. Warnung. Orbitalposition beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Wir sind jetzt wohl im Maschinendeck. Aktiviere die Steuerkonsole. Jetzt einmal. So. Ich muss die Antriebe der Ishimura wieder zum Laufen bringen. Ich kann eine Diagnose vom Kontrollzentrum aus durchführen, vorausgesetzt es ist noch in Betrieb. Ah ja, genau. Und das können wir auch machen. Musik schon wieder. Was ist das so für Symbol? Mhm, okay, wir werden es irgendwann. Finde den Autopsie-Standort im Maschinendeck. Außerdem, was ich gerade gesehen habe.
Nochmal kurz O. Sicherheitstür, Masterüberbrückungstüren, Masterüberbrückungskisten, okay. Was auch immer die Masterüberbrückung schon wieder ist.